Guten Tag, du bist doch eine Danarin. Ach, guten Tag. Warum gehst du als nicht einmal dazu? Gezeigt. Jo. Das kann doch gar nicht sein. Sonst sind wir nicht überall gezeigt. Ja, gezeigt. Voll im Stress. Ach Gott, ist das schlecht her, da in den Dunklen. Voll im Stress. Voll in Zeit, hab Gummis mal. Ich meine, komm mal. Gerade mal Kaffee trinken, fertig aus. Kaffee trinken, genau. Super. Das sind nämlich. Schade, du machst das. Das ist kein Zeichen, das ist keine Uhr, das ist eine Uhr. Da. Das ist Zeichen. Das geht jetzt nicht. Das muss auch Tochter kurz sein. Erst die Mutter, dann die Tochter. Hallo, jetzt weg. Ja, kapierst? Lieber Mutter, komm schon Tochter. Ja, genau. Wie? Bitte das Adio. Petra, mach Bild. Eins geht. Machen noch eins, sie singen wie du. Nein. Wenn du sie über das Bett hängst, ne? Schneid an den Kopf. Was Bett? Was Bett? Die Christiane wollte nicht mehr. Die schafft ja, ne? Jetzt frische ich die Woche. Hat dich? Auf Blöhr? Die schafft, die war noch in der Bäckerei. Ey, wie Sau. Geil. Die schafft, glaube ich, bis zwei oder so. Ja, ne? War in der Bäckerei. Bis die Jahre. Bis die Jahre. So, jetzt kommen wir mal ganz kurz zu dir. Du bist ein Bussebecher. Ein Bussebecher. Und wohnst schon vier Jahre in Dahn. Du wohnst 4 Jahre in Dahn, ja. Drüben in der Silastraße. In der Silastraße. Und kennen dich die Dahner so, oder? Stimmt, ja? Teilweise, ja. Ah, ja. Ja, ohne dich haben wir nicht angefahren. Erklär mir du mir jetzt, wie du auf der Römer, wenn du mit deiner Angst. Gute Frage, das war. Ja. Ich find's toll, ehrlich. Ich hab mir das so vorgenommen, weil ich bin das letzte Mal da oben gewesen, da war ich ein kleines Mädchen. Und was hat immer Angst vor mir? Ein Mädchen? Ja. Ja, das toll. Du warst schon noch nie dabei, gell? Ich war noch nie dabei, weil morgens kann ich nicht. Und da habe ich zum Mosche gesagt, wenn das mal mittags macht, dann komme ich mal vorbei. Wenn der Mosche mal mittags macht, dann kommst du vorbei. Was? Sind das ja noch mittags mal? Das hast du mal nämlich an der Pause nach der FAZ. Genau, da haben wir uns noch getroffen. Und hast du gesagt, du gehst auf den Geburtstag oder was? Ich sag, mittags geht's nur. Genau. Hast du aber auch leid, gell? Du kommst noch. Ja, viel Spaß. Los, das Schwierige. Ja, danke. Oh, Jesus, nee, hoch. Ganz low. Ganz low. Guck mal da hin. Oh, das ist mir wieder klar, dass sowas kommt. Logisch, kennst du mich doch. Das war die Hexe an der Fasnacht, die Schede, gell? Ja, das hat mir gefallen. Ja. Da war so voll drauf. Das kommt mir selten vor, dass ich so Kompliment kriege. Jetzt erzähl mal den Amerikaner mal, was du da, oder irgendjemand auf der Welt. Was soll ich Ihnen erzählen? Ich bin da schon seit ich auf der Welt bin, seit 1966 im August. So, ich bin da groß geworden, ich bin da in die Schule gegangen und arbeite beim Verkehrsverein. Das weißt du, Charlie, aber, gell? Ja, aber der Name oder so? Wie ich heiße, Annette Kunz, geborene Burkhardt, stamme aus dem Buberich und bin verheiratet mit dem Gerhard, der arbeitet auf der Strassenmeisterei, der ist auch bekannt wie bunter Hund. Von daher ist der jetzt auch erwähnt im Facebook, das will er zwar nicht, aber Pech gehabt. Gut, so. Was machst du da? Ich hol mal jetzt was zum Trinken. Darf man jetzt seine Tochter mal erzählen lassen, oder nicht? Nein. Wenn sie nicht will. Wenn sie nicht will. Ich hab's erzählt mit jedem. Ja, ich hab's gemerkt, mit dir lässt du Bilder machen. Okay.